Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück hier bei... Ich komme immer noch nicht auf den Namen klar, ne? Es ist kein Zankenland mehr, es ist Chained Together. Selbstverständlich. Ich hätte auch gesagt, ja. Es ist ja, furchtbar, ja. Es ist jedes Mal furchtbar. Ich fall jedes Mal wirklich immer bei der ersten Aufnahme, die wir machen, drauf rein. Ja. Aber weißt du, bei wie vielen Projekten mir das so geht? Das ist crazy. Also, so besonders Oblivion, weißt du? Boah, fuck. Jetzt geht's gleich so los, ey. Du kommst damit immer voll klar, aber ich hasse diese... Boah! Rolle. 360! Ja, du legst es... Weißt du, gerade noch so, wir brauchen maximale Hirnkapazität. Ja, aber das mache ich... Da habe ich ja keinen Einfluss drauf. Mein Charakter langweilt sich so hart, dass er 360s macht. Also, fair enough. Okay, links oder rechts? Wir waren rechts lang, ne? Rechts lang waren wir, glaube ich. Oh, es könnte jetzt schon fatal starten. Oh, uns ist gerade eben aufgefallen, dass unsere erste, gut abgesehen jetzt von dem Rohr hier, das man nicht unterschätzen sollte, ist unsere erste Challenge dieses Unsichtbarkeitsding. Aber wir hatten schon viele schwierige Anfänge. Ja, hier würde ich gerne... Nee, Mann. Ich stehe da gar nicht drauf. Ja, ich weiß schon, dass der immer mega Eierflach ist. Ich stehe auf dicke Rohre. Floki 36, Klempner. So alt bin ich noch nicht. Olga 42, Hamburg. Was? Gott. Okay. Was denn? Okay. Jetzt muss ich mich wieder an deinen Spruch von damals erinnern. Wir schaffen das gemeinsam. Oh ja, ich erinnere mich. Oh Gott, ich hab... Okay. Hey, wir hätten da nicht aufhören sollen. Es war so unsmart. Boah. Wo war denn unser... Achso, ich bin links runtergerutscht, ne? Ja, du warst zu nah an dem... Ich glaube, du bist zu nah an dem Baum ran. Ja. Das ist so eine kleine Lücke. Weil ich dachte, das ist abschließend. Ich erinnere mich jetzt, ja. Ja. Boah, okay. Weißt du, das Geile ist, dieses Spiel hier spielen wir auch immer unter der Woche, wo wir schon den Arbeitstag hinter uns haben und dann tun wir uns das hier noch an. Ja, echt. Ja, warum? Warum sind wir so dämlich? Na gut. Also. Bis vor zum Satellit, dann einmal um den Satellit rum. Und dann auf die... Ja, eins weiter rechts auf die Höhe des Baumes laufen. Dann auf die Höhe des anderen Baumes wieder rumlaufen, wieder zurück. Und dann wieder um den Satellit herum. Da müssen wir aber darauf achten, dass wir da nicht direkt hinter dem Satellit gehen, sondern noch eins weiter. Das wird der Punkt sein. Meinst du, da geht's noch eins weiter? Wirklich? Ich glaube. Guck mal, ich weiß nicht. Oder sehe ich das falsch? Oder ist es wirklich es ist einmal direkt super rum? Schwer. Ich glaube, es ist einfach nur drumherum, aber es ist super schwierig. Okay, es könnte sein. Warte mal, wie ist denn vorne der... Ja, ich glaube, du könntest recht haben. Mal, wir haben 1, 2, 3, 4. 1, 2... Naja, doch, das wird 4 sein, oder? Weil 2 ist doch in der Mitte. Guck mal, der zweite Block schließt in der Mitte ab. Ja, ich glaube auch, weil der kleine ist auch 2. Der kleine Satellit und das ist ein großer. Also der kleine Satellit umfasst 2. Mhm. Also, ja. Oh, verdammt, Alter. Das könnte Neckbreak. Okay, let's go. Bist du bereit? Immer wenn du mich fragst, sag ich nein, weil in diesem Spiel bin ich nie bereit. Aber wir müssen ja. Wir müssen uns durch. Okay. Wir müssen da durch. Es geht ja nicht anders. So, hier geht's los. Okay. Bleib hinter dir. Soll ich vorgehen? Mhm. Oh. Das ist so ein krass unangenehmes Gefühl. Ich hasse es. Wie die Pest. Boah, unter uns sind gerade noch Steine, gell? So. Ich habe jetzt schon wieder... Wir müssen hier jetzt rüber, ne? So. Ja. Warte. Bleib jetzt immer hinter dir. Und jetzt rechts. Ja. Warte. Okay, warte. Geh mal, ja genau. Noch ein, ja. Fast noch ein bisschen. Gott. Das müsste passen. Okay.
Tasse ist. Boah, es ist so crazy. Weil diese Dinge auch nicht so breit sind. Ich glaube, hier bist du drüber hinausgehüpft. So, jetzt. Ja, ich war nach links. Ich bin links runtergefallen hier. Okay, jetzt würde ich so gerade Richtung Ding gehen. Ja, auf jeden Fall. Wir müssen hinter dem Baum rum. Boah, aber nicht zu nah an den Baum ran, gell? Wir können da auch rechts runterfliegen. Mhm. So, und jetzt doch beim Baum wirklich direkt entlang, ne? Ja, einmal um den Baum herum. So. Aber wie, verdammt, wie ging's dann weiter? Gehen wir jetzt auf den Satelliten oder gehen wir einmal um den Baum herum? Nee, wir müssen einmal um den Baum herum. Okay, ja, dann komm gleich zu mir. Boah, ich habe so das Bedürfnis, da links zu springen, gell? Ja, aber das wird nichts. Das klappt nicht. Jetzt quasi hier nochmal, gell? So, meinst du? Ja. Noch eins weiter. Wenn wir runterfallen, dann einfach geradeaus auf diesen Stein unten, wenn es irgendwie geht, okay? Siehst du den unter uns? Aber ich glaube, noch eins weiter. So, glaube ich, ja. So, glaube ich, dürften wir ganz gut stehen. Okay, mach mal einen Schritt. Ich hab direkt den Finger auf E. Okay, Stark. sieht aber gut aus. So. Okay. Und da doch jetzt ziemlich close herum, gell? Ja, genau. Wir müssen jetzt einmal um den Satellit rum. Das reicht noch nicht. Das müsste es sein. Mhm. Ja, das ist ein großer Stein. Ich glaube, dass wir ziemlich genau drum herum müssen. Aber wie weit müssen wir dann gehen? Hinter dem Satellit müssen wir wieder nach links rein. Links? Und dann, wir müssen hinter dem Satellit nach links. Also hier? Ja, genau. Und dann müssen wir einmal dann, drumherum. Genau, und dann müssen wir mit einem Abstand von einem Block. Ich sag's, wenn wir da sind, das wird dann zu kompliziert. Okay. Beschreib Dinge immer sehr kompliziert. Das ist meine Fähigkeit. Warte, noch ein bisschen oder so. So würde ich jetzt gehen. Ja, würde ich auch machen. Ich hab direkt auf E, aber es sieht gut aus. So. Und dann laufen wir bis zur Kante und dann noch einen Schritt weiter. Also eine hier jetzt noch ein bisschen weiter. Wir müssen hinter die Kante laufen. Ja. Und dann müssen wir jetzt einfach nur noch nach rechts. So? Ja. Ja, perfekt. Springen wir den letzten? Ich würde springen. Ja, wir springen auf jeden Fall. Und laufen und dann los. Und los. Alter, was für ein Start, Digga. Was für ein Start schon wieder. Alter, wir liefern am Anfang immer so krass und am Ende sind wir so dumm. Ja, aber das liegt daran, dass wir unsere Dummheit nicht auf ewig unterdrücken können. Allerdings, fair enough. Und jetzt? Ranspringen? 3, 2, 1. Oh. Ah! Ah, ich bin trainiert, Digga. Alter, der hatte schon im Bizeps. Fliegt der uns jetzt wirklich nur dahin, oder was? Dafür haben sie einen Helikopter uns dahingestellt. Ja, Ehre. Ja, klar. Hätte uns auch ruhig mal zum Ende fliegen können. Echt so. Danke, Heli. Das war wirklich, also sogar dieser kleine Propellerkopf hat uns weitergebracht als du. That's true. Okay. Oh, ist einfach verschwunden. Ja, okay. Gott sei Dank, Alter, wenn ich jetzt dieses Geflatter die ganze Zeit im Kopf hätte. Boah, okay, guck dich mal um. Hey, die haben jetzt, ist dir aufgefallen, dass sie neue Ladebildschirme haben? So, da... Hab ich nicht drauf geachtet. Ich hab da so ein Gebiet gesehen, das sah wirklich krass aus. Okay, sollen wir mal da hoch? Mhm. Und ab geht die Boss. Los geht's. Boah, wie sprintet man nochmal? Mit Shift? Ah ja, stimmt. Ey, da müssen wir jetzt wahrscheinlich auf... Das müssen wir ausbalancieren, ne? Oh Gott. Also wir müssen es quasi wie so ein Tretboot fahren, oder? Boah, ja, das könnte auch sein. Da müssen wir mal springen wahrscheinlich. Kann sein. Okay, warte. Lass uns... Bei 3 springen wir mal gemeinsam hoch. Okay. Oder soll ich mal vorspringen? Nee, was willst du denn jetzt tun? Ich hab Angst. Nee. Oder? 3. Springen wir drauf, oder? Ja, wir springen drauf. Okay, 3, 2, 1, go.
Okay. Ah, okay. Ja, gut. Das ist ja entspannt. Ist sogar ganz cool. Ja, voll. Ja, du musst aufpassen, man rutscht hier irgendwie beim Springen. Ja, ja. Weil die Kette so gerade so geht. Ja. Mhm. Ja, lieber ein bisschen entspannt. Ich finde, das ist so ein bisschen, weißt schon, wie mit den Feldern. Also, ja. wo man draufstehen muss, so, wenn man da zu schnell ist, verkackt man halt. Aber eigentlich ist es easy. Okay. Kann man hier hoch? Gibt's hier was? Nee. Boah, das ist so unbefriedigend. That was she said. Es bewegt sich nicht das Rohr, oder? Wenn jetzt nochmal der Fisch. Okay, ich sag's nicht. Ich sag's nicht. Okay, ready? Hoppa, okay. Eine normale Leiter. Wunderschön. Das ist ein Traum. Mhm. Ich finde es schon fast sexy. Was ist das? Ich hab Angst. Bin ganz ehrlich, ich hab Angst. Mach mal einen Schritt drauf. Das wird unter uns wegbrechen. Das wird unter uns nicht. Ey, wir gehen 5 Meter drauf, dann bricht alles runter. Sollen wir aus Prinzip sprinten? Einfach mal lossprinten, weil dann wissen wir, ob es bricht. Es ist ja im Prinzip, wir müssen ja nur eine Kurve laufen. Es ist ja jetzt nicht so kompliziert, der Parcours. Aber ich trau dem Teil nicht. Aber was ist, wenn wir sprinten und das Ding hat so einen Eisboden, weißt du? Und dann rutscht man darauf, wenn man in die Kurve geht. Das glaube ich nicht. Hat es einen Eisboden? Okay, wir sind jetzt alle Möglichkeiten durchgegangen. Ich würde sagen, wir laufen einfach. Am Ende ist es einfach nur... Ja, es ist halt nur in so Einzelteile. Wenn du es seitlich anguckst, ist es halt prädestiniert dafür einzubrechen. Ja, true. Okay. Ready? Ja. 3, 2, 1, run. Das kann nicht sein. Gar nichts passiert, gar nichts. Ey, die triggern bloß mit den Ängsten bei dem Spiel, gell? Ja. The Warehouse! Geil. Woo! Geil, mein Lieber. Neues Abteil, wie geil. Hey, wie geil wäre es, wenn man hier noch so Emotes hätte? Weißt du, dass man so danced oder so? Das wäre auch geil. Vielleicht kommt das ja noch. Irgendwo Flügel? Irgendwo. Ne? Sektor A. Was geht hier? Im Altersheim gibt's Sektor AA. Das ist so daneben. Da werden die Windeln gestapelt. Gestapelt, also. Aber die benutzen. Ah, da kann man gar nicht durch. Oh, wie unbefriedigend! Sektor B? Nee, mach jetzt nicht. Ich weiß, was du sagen willst. Nein, mach jetzt ja, nicht. Ja, okay. Ich sage nicht. Na gut. Was ist gemein? Hier hat man überall so das Gefühl, man könnte hochklettern, aber man kann nirgends hochklettern. Was machst du denn? Ich dachte, ich hätte was blinken hast sehen was da gefunden, unten. Ne? Ich dachte. Aber leider nicht. Floki ist da so ein richtiger Heimwerker, der fühlt sich hier zu Hause, das ist wie so ein Obi. Boah, ich bin voll das Gegenteil von einem Heimwerker, ne? Weißt du, das Einzige, was ich sehr gerne machen würde, wäre mit Holz arbeiten. Ich wollte ja eigentlich mal eine Ausbildung zum Tischler machen. Das ist das Einzige, wo ich richtig Bock drauf hätte. Der Rest interessiert mich so gar nicht. Ich finde Holz auch sowas Geiles. Weil du kannst so viel damit machen, du kannst es formen, du kannst... Oh Gott, geht's hier weiter? Was ist das? Oh mein Gott, ich verstehe. Ach, die klappen mir alle weg! Ach du Heiliger. Gesangsverein. Guck dir mal oben die Kartons an. Okay. Boah, das ist super weird, Alter. So, jetzt müssten wir draufspringen. Da müssten wir warten, bis das wieder zurückkommt. Dann drauf. Also wir müssen immer warten, bis das wieder zurückkommt, weißt du? Verstehst du, was ich meine? Ja, ich sehe es. Also wir können jetzt nicht draufspringen und direkt weiter, sonst haut es uns weg. Ja. Und ich glaube, wir müssen mit Sprint springen. Wenn das rauskommt, müssen wir direkt drauf. Ja. Okay, warten wir noch eine Runde ab, dann legen wir los. Bist du bereit? Mhm. Los.
Okay. Und weiter. Und weiter. Okay, weiter, weiter, weiter. Und weiter. Und okay, hoch. Hier hoch. Oh mein Gott. Schön. Okay, sehr schön. Warte, was ist da? Da ist nichts. Okay. Das ist auch schon wieder so ein Ding, ja? Aber wir haben uns jetzt, glaube ich, damit angefreundet. Da müssen wir echt aufpassen. Das ist, ja, aber da müssen wir echt aufpassen. Das finde ich schlimmer als die Rohre irgendwie. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich fühl mich nicht so sicher als auf Rohren hier drauf. Ja, weil das Rohr aber auch ein Teil ist. Das ist ein Ding. Und hier, das sieht... Was? Oh, man kann das... Oh mein Gott. Wir müssen uns jetzt unseren Parcours formen quasi. Gott, schieb mich nicht runter. Okay, hier könnten wir dann... Kann ich mal sehen, ob wir jetzt... Könnten wir jetzt auf Blau springen? Nee. Nee, das... Okay, das würde gar nicht gehen. Boah, das ist perspektivisch gar nicht so easy. Lass uns mal dahinter gehen, ganz hinter. Vielleicht sehen wir da besser, wo Rot endet. Aber Rot muss ja fast so sein, oder? Ja, würde ich auch. Guck mal, weil das fängt da an. Weil wir brauchen ja diese Treppenstufen. Und alles andere macht keinen Sinn. Warte, ich tue das noch ein bisschen gerade machen. So, tschupp. Das Tschupp ist aber bei dir auch neu. Tschupp? Ja. Das kenne ich noch nicht. Mach mal das. Das ist jetzt so gemacht. Wie ist das von der Perspektive her? So, oder? Das müsste doch so passen jetzt, oder? Rein theoretisch würde ich sagen, Weil die Höhe, also die kann ja nicht das Problem sein. Aber dann würde ich fast sagen, dass Grün schon passt. Warte, Blau ist verschoben. Ja, dann lass mal gucken, wo Gelb endet. Warte mal. Ja. Nee. Wir müssen noch... Mit Grün müssen wir... Oh, oder? Warte mal. Ich weiß nicht, wie das von der Perspektive... Nee, guck mal, die Leiter, die muss ja hier enden. Warte mal. Wir müssen ja hier drauf. Ja, das kann aber nicht stimmen. Aber es ist doch das Ende. Oder nicht? Ja, du hast schon recht. Also eigentlich müsste es so enden. Oder wie? Boah, das macht ja gar keinen Sinn, weil dann müssten wir ja mit Grün irgendwie... Ja, wobei, lass es mal so. Warte, ich will Gelb noch mal kurz so. Und jetzt Grün. Ja. Nee. Dreh's nochmal. Ich hab kurz überlegt, ob wir... Und wenn du es jetzt nochmal... Ja, aber wir müssen ja, glaube ich, guck mal, wir müssen von den Treppen, die wir gerade vor uns haben, müssen wir auf das Gelbe draufspringen. Ja. Also von der Perspektive her haut das jetzt nicht hin. Also Grün müssen wir nochmal zurückschieben. Aber wie weit zurück? Meinst du, es ist so ausgelegt, dass man die schon so im 90-Grad-Winkel haben sollte? Kann gut sein. Also so würde es ja gehen. Da müssen wir nur mal... Aber da kommen wir jetzt nicht über Blau hoch, oder? Guck mal. Doch. Was ist das? Von Blau auf Grün. Ja, Blau hat ja auch nicht viel Spielraum, ne? Ja, ich glaube, Blau müsste... Also ich glaube, es müsste so passen. Geil. Tschupp, das ist neu bei dir. Ich weiß, also sollen wir das mal so probieren? Aus meiner Sicht müsste es klappen. Ja, wir probieren's. Okay, dann gehen wir hier runter. Und los. Ja, wir probieren's. Ah, wir können dann mit dem Trampolin wieder hoch. Ja, das habe ich vorhin schon gesehen. Ich habe mir auch schon Gedanken gemacht. Boah, ich habe voll Schiss gehabt, dass wir da halt jetzt wieder nach unten jumpen müssen. Ja, voll. Also, dass wir dann halt sowas in Kauf nehmen müssen. Okay, ready? Und go.
Uah. Nein! Oh, leck mich am Zückerli, echt. Boah. Boah, Alter. Mein so Herz. Mein Herz. Ja, Mann. 3, 2, 1, los. Oh, ich mag das gar nicht so direkt draufspringen. Ich würde am liebsten, ich versuche mich da jetzt festzuhalten. 3, 2, 1, go. Und 3, 2, 1, go. Sehr schön. Willst du da drauf hüpfen direkt? Ich würde direkt drauf hüpfen wollen, ja. Okay. 3, 2, 1, go. Ja, okay. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Es ist noch nicht ganz Yoga, Odin, aber es geht in die Richtung. Hm. Ich bin, glaube ich, gerade noch zu nervös. Wir müssen ja erstmal wieder zu dem Punkt kommen, ja. Ja, ja, ich bin gerade noch zu nervös. Ich habe noch nicht den Galgenhumor, den ich sonst eigentlich habe. So, wenn wir dagegen springen, der hält sich schon fest, der Kollege Schnürschuh. Ja, probier mal. Boah, da oben kommen so Zackendinger. Mhm. Okay. The good old Zackendinger. Und Abfahrt. The good old Zackendinger. Pass auf, hier kommt nochmal was. What is the English word for this? Zackendinger. Zackendinger. Warte, den warten wir nochmal ab, den warten wir nochmal ab. Okay. Und Abfahrt. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob wenn man dazu. Also, wenn das zwar schon geschlagen hat, aber wenn man zu früh losgeht, ob das einen nochmal runterwirft. Weißt du, was ich meine? Hm. So, ob die Zacken zu weit rausstehen können. Ich glaube, sobald du die Zacken berührst, wirst du weggeschleudert. Ich finde auch das offene Feuer hier zwischen den Kartons nicht wirklich geil, bin ich ehrlich. Nee, ich muss auch. Das ist also sicher nicht TÜV geprüft. Okay, wild. Ja gut, das erste ist ja easy. Aber dann müssen wir, glaube ich, halt auf einen Karton springen und irgendwann halt die Plattform wechseln, weißt du? Mm. Weißt du, was ich meine? Aber springen wir von vorne nach eins hinten oder auf einen anderen Karton? Ich würde von vorne nach hinten in dem Punkt springen, oder? Was meinst du hinten? Also quasi, wenn wir jetzt auf den Karton da springen und der sich ja da dreht, würde ich jetzt auf die Rückseite springen. Oder genau, und dann halt wieder zurück. Also wie bei dem Würfel. Ich glaube, wir meinen beide dasselbe, aber wir reden gerade so ein bisschen. Ich glaube, ja. Also was ich meine, da kommt ja immer ein Karton pro, also von, okay, dieses Drehrad vor uns, ne? Mhm. Bei jedem Karton kommt ja noch ein, also da trifft ja jeder auf den Karton. Ja, ja. Von unserem Rad auf das hintere. Ja. Und wir springen quasi dann, also auf diesen Karton, der dann direkt daneben ist, ne? Und dann müssen wir ja noch einmal quasi die Fläche wechseln. Sonst wirft uns das ja runter. Ja, ja. Okay. Sollen wir? Mhm. Okay, nehmen wir den gleich und los. So. Und jetzt springen wir da drauf. Und zwar bei dem. Ready? Und los. Boah. Und jetzt müssen wir hier rauf. Jawohl. Genau. Und jetzt direkt rüber. Los. Ja, okay. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Stark. Och nee. Nee, ich hab Angst davor. Komm. Mach ich nicht. Komm, Opa. Opa Floki, komm, das wird schon. Das wird schon. Wir machen das zusammen. Oh nee. Ja, genau das. Genau das. Stell dir vor, wir wären jetzt einfach weitergelaufen. Ja, aber dafür sind wir doch zu erfahren in dem Spiel. Das macht warte mal. Spring du zuerst drauf. Aber ich hab Angst, wenn wir hier die Füße drunter verlieren. So. Dass alles wegbricht, weißt du? Boah, ich glaube aber, das ist so ein Ding, das auf Nähe reagiert, aber okay. Naja, lieber so. Okay. Das sind diese kleinen Dark Souls-Fallen, weißt du? Mhm. So, geil, wir haben es geschafft und dann fällst du dort runter. Okay. So, ready? Mhm. Und los geht's. Jawohl. Direkt weiter. Oh, das war dumm, sorry, das war von mir zu sehr gepusht. Und los. Oh, hier hätte ich jetzt Angst gehabt, da zwischendurch zu fallen. Okay, haben wir zwischen den Balls wieder Platz? Zwischen den Balls ist kein Platz, Bruder. Wir müssen drei Balls schaffen. Okay. Ja gut, das schaffen wir doch wohl. Alter.
Oder drei Stück müssten es sein. Drei, ja. Ja. Zwei von links, einer von rechts. Auf gar keinen Fall runterfallen, sonst sind wir richtig am Sack. Okay, bist du bereit? Mhm. Jetzt noch nicht. Wir lassen noch einmal durchschwingen und dann los. Mhm. Und Abfahrt. Boah, ich bin fast runtergefallen. Hier müsste doch Platz... Ah, nee, ist kein Platz zwischen den Balls. Boah, das sind richtige Balls. Okay. Okay, ja, war... Oh. Okay, okay. Bei mir geht's. Ready? Okay. Mhm. Ah, komm noch ein Stück näher, komm noch ein Stück näher. So, okay. Einmal schwingen lassen und Abfahrt. Stark. Okay, und dann 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, Abfahrt und weiter. Oh, warte, ich bin hängen. Container sind unsere Nemesis, ne? Ich korrigiere deine Nemesis. Meine Nemesis ist auch deine Nemesis, weil wir hängen an der Kette. Stimmt. Ja. Unser Schicksal ist verkettet. That's right. Okay. Solide. Boah. Okay, wir sind im Hafen, Bruder. Das ging jetzt aber schnell, ne? Ja, aber man muss schon so sagen, so Hafengegenden sind selten sicher. Da kann man schon mal abgestochen werden. Voll. Okay. Oh, da kommt man rüber. Ja, aber lass doch durch den Hangar erstmal latschen, oder? Lass erstmal gucken. Warte mal, hier ist auch offen. Ist nicht. Okay. Es wäre so geil, wenn die Kette sich kurz mal lösen würde in solchen Gebieten, damit man mal kurz so ein bisschen gucken kann. Der Hangar. Ja, die Lager. Oder Lager. Nein, das ist echt schlimm. Können wir den fahren? Nein. Den können wir wieder nicht fahren. Guck mal, da ist die Tür offen. Meine Hände schwitzen. Bei mir geht's tatsächlich. Ich bin relativ ungeschwitzt. Es gibt zwei Dinge, die meine Hände zum Schwitzen bringen. Einmal, wenn ich an der Hand tätowiert werde und einmal, wenn ich mit dir an Chain Together spiele. Ja, siehst du mal. Das sind so die zwei. Beides hat denselben beides ist derselbe Schmerzlevel. Mal, so verarsche hier. Ich will meinen Chicken Wing. Ich auch, aber ich glaube, hier ist keiner. Mal, lass mal da hinten. Achso. Achso, das okay, lass das mal hier gucken. Lass es mal den Bereich aber hier. Aber jetzt laufen wir wieder zurück? Ja, nee. Hier waren wir noch nicht. Hier ist nichts. Ja, weißt du's? Ja, da waren wir schon. Okay. Und da müssen wir dann hoch. Sind wir ehrlich, wir nutzen diese Momente einfach aus, um mal so ein bisschen zu entspannen. Sowas würde ich nie zugeben. Okay, aber cool. Wir haben hier eine gewisse Safe-Plattform. Ja, es ist gut, dass die Hindernisse aber außerhalb dieser Safe-Plattform sind. Ja? Naja, perfekt. Ja? Sehr gut. Ja, das ist schön. So, hoch da. Waren wir schon da hinten eigentlich? Auf dem Dach? Auf dem Dach vielleicht. Das Ding ist, die erste eins Folge noch? Haben wir gleich überstanden. Sehr eins gut. Noch. In der zweiten Folge fallen wir dann wieder. Ja. Warte. Okay, das Schöne ist, da kann man so lange drauf stehen bleiben, wie man möchte. Also die biegen sich nicht. Ja. Okay, springen wir mal auf eins, oder? Ganz düsmore. Let's go. Wo müssen wir hin? Wir müssen rüber, oder? Springen wir rüber oder also darüber oder darüber? Rechts von. Ja, genau, da wo du gerade guckst, oder? Weil ich glaube, ja, nee, den anderen kriegen wir nicht, weil der fährt von uns weg. Ja. Da stürzen wir uns übelst in den Tod. Das sollten wir nicht machen. Wir sollten es ruhig angehen. Ja, dann lass uns da quasi am höchsten Punkt. Der wäre hier. Könnten wir auf die untere Platte springen? Versuch. Ja. Okay, aber mit Sprint. Okay. Also nicht die, die höher ist, ne? 3, 2, 1, los.
Das war ein Versehen. Nice. Okay. Das war genauso gewollt, Kai. Das war kein Versehen. Nee, das nehmen wir noch mit. Wir gehen auch auf den LKW drauf. Okay. Da müssen wir ja auch wieder am höchsten. Boah. Ja, eigentlich auf den, der jetzt immer auf unserer Höhe ist, springen, ja, oder? Ja, würde ich auch mal. Okay, dann. Bist du bereit? Ja. Okay. 3, 2, 1, go! Schön, schön. Direkt ja, auf LKW? Ja. Und Abfahrt. Jawoll! Okay, nice. Sehr nice. Gut, Freunde. Dann verabschieden wir uns für heute. Wir sehen uns übermorgen wieder. Ciao, ciao. Tschö. Danke, dass du hier warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, dass uns die digitale Welt zerreißt. Heißt, sie uns einsaugt, uns aufnimmt und paralysiert, bis wir wieder